Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ich habe im Internet nachgeschaut, wo genau unsere Ort ist, und der ist hier. Also machen wir schon mal auf den Weg. An Land. Oder doch hier? Doch hier, ja. Also noch ein Stückchen weiter. Hier müsste es sein. Land. So, und hier müsste irgendwo der Eingang sein. Da. Ja. Hinein in die gute Stube. Speichern. Nachricht für Gideon. Gideon, hier ist ein Schwert für den Neuen. Senden ihn voraus und wir werden für seine Einteilung sorgen. Das Essen wartet. Allerdings nicht auf euch. Mufulea ist wieder krank, also werdet ihr Wache schieben müssen. Keine Sorge, ihr werdet etwas von seinem Anteil abbekommen. Bleibt wachsam, da kommt der Jäger nach uns zu. Ich denke allerdings, wir sind ziemlich sicher hier oben. Okay. Das ist kaiserlich falsch. Gut, es sind also noch mindestens zwei weitere bei Realitäten. Das
Zeit, dass wir auf den ersten treffen. Tier. Oh. Alles ist so leer. Ja, eine Kiste. Was war dann so gefährlich? Hilfe! Okay. Gut, dass ich drin gespeichert habe. Okay. Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so eine krasse Falle ist. Ja, Giftfallen sind nicht lustig. Naja. Dann mache ich es halt. Juhu, ist geil. So. Oh, Trank des Auftriebs, das ist schön. Auch wenn wir das Amulett haben. Das ist falsch. Hätte ich was. Das ist nämlich die dritte Ahnenkraft. Ansonsten. Hier geht's noch. Mit so. Nee, da komme ich her. Das ist ja auch gut. Alter, zurück. Das sieht doch noch was aus. Ja. Sollen wir einen Trank nehmen oder einen Verfluchten? Ich würde jetzt mal den. Das hat eine Ladung. Ach komm, nehmen wir einfach den Trank. Oh. So. Hier geht schon mal. Deswegen kann man hier nicht rasten. Macht alles logisch. Dies wird euer Ende sein, Swit. Zu stark bist, fliege ich einfach weg. Gib jetzt schon auf. Dauer. Oh, ey, hört doch auf. So, war das Skin. Ah, das war die Muvurilla. Ja, die hatte ein leichtes Zeug. Ja, und hier eine Hängematte. Ach, ich hab keine Lust. So. Ach, da ist der nächste. Ich hasse Mario! Das war knapp. Schnell. Flucht. Komm schon. Ja. Und aus 5 Uhr früh wird 3 Uhr Nachmittag. Gut. Was hat der Magier bei sich? Geld, das ist immer gut. Und nur Kram. Gut. Oh, gleich zwei. Ein Magier. Oh nein. Oh.
kein Spaß. Oh, ist das scheiße. Das ist unfair. Pfeifen wir aufs Geld so. Probieren wir es mal auf Stealth. Wahnsinnig. Ah, ich mach's genial. What the hell? Was soll der denn diese fetten Angriffe nutzen? Wow! Sowas erfährt man natürlich nicht vom Spiel. So. Falle, Falle, Arsch. Das war der Gegner. Jetzt hab ich euch. Feige Sau. Schlägt mich auf jemanden, der am Boden liegt. Ehrenkodex. So. Relz. Du Arbeitsplatz. Silber 3, nee, eben hat sie wohl nicht. Den habe ich selber. Stahl, Stahl. Ja, sonst nur Kram. Das Wichtigste, er ist hinüber. Stahl, Flammen, A2 Hand, 1 Hand. 4 bis 14. 1 bis 20, 2 bis 14. Festigen Langwaffe 7 Punkte für 30 Sekunden. Ja, das ist nicht so. 5 bis 11 Punkte mehr. Nee. So. Langwaffe hat sich auf 98 verbessert. Wir haben uns auf einen Handel. Also. Seite aus einem Tagebuch, falls ihr es nicht gesehen habt. Wir haben uns auf einen Handel mit dem Bösen eingelassen. Obwohl ich über unsere derzeitiges Abkommen besorgt bin und einige Unruhe verspüre, so denke ich doch, dass uns dieses Labyrinth eine gewisse Zeit lang gute Dienste leisten wird. Die, die darauf hoffen, mich zu zerstören, müssen bei klarem Verstand sein, da sie, falls sie sich durch diese Höhlen vorkämpfen, ein Schicksal schlimmer als der Tod erwartet. Als diese Höhlen entdeckten und unsere Forschung begann, waren wir sicher, eine Zuflucht für unsere Feinde gefunden zu haben. Als sie dann in den inneren Stollen vordrangen, ahnten wir nicht im geringsten, was wir dort finden würden. In der letzten Kammer stießen wir auf das verfallene Portal zu einem gewaltigen Grab. Zuerst hofften wir, auf Reichtümer zu stoßen, doch wir merkten schnell, dass wir uns stattdessen inmitten eines Nestes tödlicher Kreaturen befanden. Mit Hilfe unseres Verstandes und unserer Waffenfertigkeit brachten wir es fertig, uns aus dieser dunklen Höhle zurückzuziehen. Eine Zeit lang verschlossen wir den Eingang, doch die Bedrohung begann uns zu zermürben. Es war Gideon, der sich den Plan ausdachte, den wir dieses Wesen der Dunkelheit vorlegten. Im Gegenzug für das Recht, in diesen Höhlen zu verweilen, beschaffen wir dieser Kreatur Nahrung. Dafür müssen wir einen Köder erfinden, einen Pfad, dem die Kopfhörjäger und die lästigen Meute folgen können. Alle Unvorsichtigen werden sich in den Klauen eines schwarzen Schicksals wiederfinden. Mulfulea ist nicht sehr glücklich über unseren jetzigen Zustand und ich stimme ihm so langsam zu. Dies wird kein gutes Ende nehmen, doch wir müssen unseren Kurs so lange beibehalten, bis wir eine neue Zuflucht finden. Ah, Block 28. Schön. Schön, schön. Thank you.
Krampf. Ich brauche kein Geld. Ich bin zu reich. Ich hasse diese Zufallsdingen. Naja. Oh! Das sagt mir keiner. So. Charisma, ja. Wird uns das Überreden leichter fallen. Hoffentlich. So. Zacker ist ja gut. Dann geht's jetzt raus aus der Höhle. Bevor wir abschließen und zu Kriegergelde zurückkehren, müssen wir doch noch für Asura einen Auftrag ausführen und wie heißt's, und Malakat ja, sagen, dass wir fertig geworden sind. So, dazu müssen wir hier hin. Für Asura und Malakat war ja hier. Also, auf nach Dagonfell. Ach ja, latsche rein. Oh, was haben wir da? Ist das Dark und Phil? Sieht nach einem interessanten Turm aus. Sieht aber eher noch ein Teil einer Dwemer-Ruine aus. Und? Ja, ist es auch. Ja, da ist der Eingang. Laut meinen Informationen um 3 Uhr in der Früh müsste auf dieser Insel die Priesterin sein.
auf zu einem Insel nicht weit von deinem Zorn. Reiner Drohler. Okay. Eine Insel nicht weit von dem. Müsste wohl hier sein. Hoffe ich mal. Ich darf nicht mit dir reden, ich darf sie nicht aus der Ruhe bringen, nicht angreifen, etc. Aber mit etwas Glück kniet diese Dame auch. Aber ich fürchte, dass diese Insel menschenleer ist. Ah, okay. Das ist nicht so weit weg. In der Nähe, das ist doch hier und eine der nördlichen Inseln. Das war hier. Hä? Vielleicht war ich. Ja, irgendwie war ich ja da, aber ich wurde nicht dahin. Ich bin direkt an ihr vorbei und hab's nicht gemerkt. Ich guck mir nochmal das da an. Halleluja, sag ich. Hier ist nichts. Das ist keine Insel, wenn das eine Insel ist. Ah, dann ist er da gerade hier. Was ist dann das? Dagon Fell, ja. Habe ich das Viech getötet? Doch, Dagon Fell, aber das ist doch eine Insel, oder nicht? Und wo ist dann? Oh. Ja, wie viel Zeit haben wir noch?
Ja. Ja, wie heißt die Dame nochmal? Rainer Dolan. Gut. Internet, hilf mir. Dann schauen wir mal, wo die Dame sein sollte. View on Map. So. Zeige mir die Karte. Ja. Also hier ist schon mal nicht. Aber wo dann? Laden, laden, laden. Ah, ich ahne es. Ich ahne. Ach nee. Das ist die Insel. Okay. Ich will es in der Folge noch schaffen. Also, Speed. Super nahe Dagonfell, oder? So, jetzt rechts. War denn das? So. Hier ist die Insel. Ah, dann suchen wir doch die Dame mal. I did it! So. Chogora Ziegelring. Also wenn das nicht der Beweis ist, dass der involviert ist, dann weiß ich auch nicht. Get to death drauf. So, wer ist noch involviert? So. Gut. Dann war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal sehen wir uns bei Malakat Schrein wieder. Tschüss!